Wenn du etwas für Allah unterlässt, dann wird dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas Besseres geben. Sei dir sicher, mein lieber Bruder. Wallahi, das ist so. Das ist immer so. Früher oder später. Wenn du bereit bist, auf einen Blick, der haram ist, zu verzichten, dann wird dir Allah etwas Besseres geben. Was ist das Bessere, was dir Allah ta'ala geben wird? Allah ta'ala, er wird dir Iman geben, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dessen Süße du in deinem Herzen spüren wirst. Und dementsprechend, lass uns versuchen, diese Muraqabatullahi azza wa jal zu praktizieren. Weil wenn wir das nicht tun, wallahi, wir werden zu den Verlierern gehören. Und gerade wir als praktizierende Muslime müssen aufpassen. Wir müssen uns in Acht nehmen vor der Heuchelei. Das größte Problem ist gerade bei praktizierenden Muslimen, dass sie nach außen hin praktizierend sind, aber viele, wenn sie allein sind, dann nicht mehr praktizierend sind. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in mehreren Überlieferungen davor gewarnt. Davor gewarnt, dass wir nach außen hin mit einem Gesicht auftreten, aber in Wirklichkeit ganz anders handeln. Und er hat uns auch aufgezeigt, dass diejenigen, die das tun, am jüngsten Tag in eine schwierige Lage gelangen werden. Und zwar sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es Ibn Majah überliefert, von Thauban radiyallahu anhu, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا. Ich kenne Leute von meiner Umma. Ich kenne Leute von meiner Umma, von meiner Gemeinschaft, Muslime, die am jüngsten Tag mit Bergen voller Hasanat kommen werden. Wie die Gebirgskette von Tihama. Und die regelrecht leuchten werden, so weiß sind sie. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Aber Allah Ta'ala, er wird sie zu Staub machen. Guck mal, du hast Hasanat wie eine Gebirgskette. Sie leuchten regelrecht wie ein Stern. Und plötzlich von einem Moment auf den anderen, am jüngsten Tag, du denkst, Alhamdulillah, ich bin gerettet, wird alles wie, als wäre es eine Fata Morgana. Alles wird zu Staub vor deinen eigenen Augen. Woraufhin Thauban zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ya Rasulallah, Sufhum lana. O Gesandter Allahs, beschreibe sie uns, wer sind diese Leute? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und er sagte noch, Hatta la nakuna minhum, wa nahnu la na'lam, damit wir nicht zu ihnen gehören, ohne dass wir es wissen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Amma innahum ikhwanukum, wa min jildatikum, wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun. Was sie betrifft, so sind es eure Brüder. Von euch, ja, so Leute wie ihr, min jildatikum. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. Sie beten in der Nacht, wie ihr betet. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِنْتَهَكُوهَا. La ilaha illallah. Wallahi, diese Überlieferung macht Angst. Wallahi, Angst. Aber es sind Leute, wenn sie allein gelassen werden mit den Grenzen Allahs, dann überschreiten sie die Grenzen Allahs. Subhanallah. Tust Gutes, alles, aber du hast keine Muraqabatullahi azza wa jal. Du denkst, du wirst am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen, aber anstatt dessen werden all deine Hasanat sowas zu nichts. Und deswegen, meine lieben Geschwister, wallahi, lasst uns diese Muraqaba verinnerlichen. Lasst uns versuchen, wirklich das Gefühl zu haben, Allah subhanahu wa ta'ala ist uns nahe. Auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns dann am jüngsten Tag genau das gibt, was er versprochen hat. Wallahi, derjenige, der keine Muraqaba hat, am Ende wirst du der Verlierer sein, auch in der Dunya.